Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen, ja, Tag. Bei mir ist es schon abends, wie ihr sehen könnt. Wir sind in einem ramontischen Setup. Es ist alles, ja, dunkel. Der Greenscreen ist aus Ramontik Plus quasi, kann man sagen. Ich war gerade beim Sport. Sport war sehr anstrengend. Kreuzheben macht mich immer totally done. Das Schwierigste am Kreuzheben ist wirklich, die Gewichte da runterzukriegen. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich sag mal so, ich bin used, aufgebraucht. Empty, taken, broken. To refill oder so ähnlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, gibt's jetzt erstmal eine Runde Talon und das Ganze diesmal nicht auf Labadi-Babadi, sondern mal ein bisschen erklären. Es gibt jetzt einige Leute, die sagen, die gucken mich wahrscheinlich immer noch wegen Talon, beziehungsweise sagen dann, ja, Tobi, wegen dir habe ich damals Talon angefangen, kannst du wieder spielen. Ich habe 1000 Jahre kein Talon mehr gespielt, denn bei mir ist das immer phasenweise. Hab immer phasenweise richtig Bock und dann wieder richtig gar keinen Bock. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, reden wir mal ein bisschen. Lasst uns mal ein bisschen reden, damit ihr Tal in den Griff kriegt, ne? Weil ich bin eh ein bisschen kaputt. Also, folgendes. Wir spielen gegen Twisted Fate, ist ein gutes Matchup. Also, er kann uns mit seiner Ultimate sehen, das ist ein bisschen räudig. Aber grundsätzlich ein gutes Matchup, weil Twisted Fate einfach jedes Matchup verliert. Vor allem gegen Assassinen. Aber er kann natürlich hinterher roamen. Das müssen wir berücksichtigen. Also, es kommt auch so ein bisschen auf den TF an, ne? Wenn er roamt und so, könnte fies werden. Ich habe mal, um den Triad-Faktor etwas runterzunehmen, Dark Harvest mitgenommen. Ja, normal, ich würde. Nee, Leute, nehmt immer Electrocute. Und diese Runen hier. Aber ich habe mal gedacht, ja komm, ne? Kommt jetzt nicht so drauf an. Bisschen Spaß muss auch mal sein, deswegen habe ich Dark Harvestierung mitgenommen. Ja. Matchups wären Hecarim und Jungle Hecarim ist sehr, sehr eklig. Ich hasse Hecarim. Ansonsten Teemo Toplane ist auch nervig. Da müssen wir berücksichtigen, dass wir unsere Passive dann nicht auslösen können, wenn wir im Blind sind. Und wir haben Botlane 2, das geht, ist alles im Rahmen, würde ich sagen, ne? Xayah ist auch ganz cool, weil die kann man, wenn die Blutung drauf ist und sie dann ultet, dann stützt sie halt trotzdem, ne? Das, so, was wir jetzt machen ist einfach, man kann natürlich immer weh machen, aber man kann das Beste, also wir müssen ja, wir müssen erstmal von Minions wegmachen, das sind nämlich zu viele. Aber grundsätzlich, klar, ihr könnt Doppel-W into Q machen, das ist so, da müsst ihr drauf predikten, dass der Gegner in die W reinläuft. Wir machen das jetzt auch erstmal so, das klappt nämlich. So, das könnt ihr machen. Und da Kavis wird das nicht durch die Blutung geprockt. Schade. Was ihr auch machen könnt, und das werden wir jetzt machen, ist mit Q-Engage. Na, das kann der Gegner nicht counterplayen. Und da rechnet der Gegner meistens nicht mit, ne? Weil die denken, ja, der engage mich erst, wenn ich die W gemacht habe. Aber die Realität ist, wir warten seine Karte ab, ganz wichtig. Ist auch nur eine blaue. Die Realität ist nämlich die, dass wir einfach draufspringen. Auto-Tag W. Und Ignite. Das war's. Na? Ja, okay, ich wollte kurz sagen, er hat sogar Heal, habe ich gar nicht mehr gesehen. Ne, ich wollte kurz sagen, okay, ne? Das ist, würde ich ganz vielen Leuten auf euch empfehlen, Leute. Weil grundsätzlich die meisten denken halt wirklich, klar, ich erhole mich jetzt, aber, ne? Talon, der wird nur engagen, wenn er wirklich seine W trifft. Doppel-W, ne? Das denken halt viele. Und das ist halt auch bei vielen Talon-Spielern halt so, dass sie es genau so machen, ne? Sie greifen halt nicht mit der Q an, sondern einfach nur mit der W. Deswegen macht es so, Leute. So, wir pushen jetzt einmal rein. Eigentlich wollte ich shoppen gehen, aber. Wenn wir die nicht reinpushen, dann ist das tatsächlich... Komm, gib mir die W. Ich würde die gerne mit der W nehmen. Ja, und noch ein Auto-Tick. Schön. Da ist weggerieben. Das sollte kein Stress darstellen. So, Item-Builds. Wir haben 1400 Gold. Wir haben richtig gut gefarmt, Leute. Props mal an mich an dieser Stelle. Wir haben richtig geil gefarmt. 36 CS. Wir haben, glaube ich, auch so gut wie alle Minions bekommen. Oder viele, viele, viele. Items. Grundsätzlich ist jetzt die Frage. Wollt ihr roam, wollt ihr killen? Gegen Twisted Fate? Ja, ich würde sagen, wir killen ihn nochmal. Wenn ihr sagt, okay, hey, ihr könnt ihn nicht killen, dann nehmt Doppel, wir gehen auch direkt hier, wir machen es so. Wenn ihr sagt, okay, hey, ihr könnt ihn nicht killen, dann nehmt, oder egal, ne, ein Swain, eine Lissandra, irgendwas, was ihr nicht killen könnt, geht immer Tiamat first, ist wirklich besser. Hab's damals gehatet, ist aber mittlerweile wirklich sehr gut. Wenn ihr sagt, okay, hey, ihr könnt ihn jetzt einfach nochmal töten, weil wir können ihn jetzt einfach anspringen, und er kriegt turbo viel Schaden. Er wird unglaublich viel Schaden bekommen. Wartet auf die Karte, springt drauf, macht weh, lauft hinterher, Pot reinmachen, Auto-Tacken, Auto-Tacken, Auto-Tacken. Nee, dafür flashe ich jetzt nicht. Den flashen wir gleich. Also, wir hätten da jetzt flashen können, das wäre so ein Ding, ja, vielleicht reicht's nicht. Wir machen das einfach gleich safe, Leute. Ne? Ist ja kein Stress. Stellen wir hier einen Pink. Frage ist, ich weiß gar nicht, hat der vorhin geflasht? Ich weiß es überhaupt nicht. Wir werden ihn einfach nochmal anqueuen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob er Flash hat oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten auch warten, bis Dark Harvest ready ist. Ich bin so ein richtiger Stack-Sammler. Ich bin echt stackgierig, Leute. Wir könnten warten, bis Dark Harvest wieder ready ist und dann drauf springen. Wäre ein Deal. Ich glaube, das machen wir, Leute. Ja, ist auch klug, weil dann. Ich meine, okay, Dark Harvest macht halt keinen Damage. Und dass hier immer noch so ein Ding steht, ist ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. So, wir können jetzt eigentlich. Was man machen kann, ist auch hier so ein bisschen rumlaufen. Jetzt denkt, okay, hey, ich roame oder so. Hier ist auch das Ward. Das heißt,
pass mal auf, Leute, wir gehen jetzt next level. Er sieht das ja nicht. Das Wort ist deaktiviert, ne? Das heißt, wir können jetzt so gehen und gehen jetzt aber hier rüber. Und jetzt ist er tot. Wir machen direkt die... Ja, das sollte reichen. Das ist die Full Damage Fast Combo quasi. Also, ihr macht, während ihr im Sprung seid, schon die Ultimate, ne? Das heißt, sie wird sofort ausgelöst, ne? Also, ihr macht Q im Sprung Ult, dann kommt ihr an und dann fliegen die Klingen auch schon wieder rein. Na, das heißt, ihr habt sofort, seid nicht unsichtbar, das müsst ihr berücksichtigen. Ihr werdet sofort aufgedeckt, Leute. Instant. Na, das ist so dieser Punkt. Der ist ein bisschen schmies. So, was wir jetzt machen können, wir haben 850 Gold, wir haben wenig Mana, wir wollen eigentlich Base. Bin aber der Plate Lord. Viele Leute fragen mich auch immer, Tobi, Talon, ich suck im Late, ich throw, obwohl ich Lane gewinne, obwohl ich fett bin. Ich muss sagen, ich spiele mittlerweile sehr, sehr, wenn ich Talon spiele, objective-orientiert. Das heißt, Türme böllern. Das ist komplett meine Passion. Das ist, wo ich mich sehe, das ist, wofür ich lebe. So, ich würde gerne die Minions hier noch nehmen, wenn das möglich ist. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht sterben. Schade, Kanone nicht, aber kann ich alles haben bei mir. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass unsere Toplane intet. Und dass Twisted Fate 0-2 ist. Das heißt, den wollen wir nicht töten. Das heißt, spätestens jetzt kommt der Tiamat. Ja, für den Raum. Pinkwood kaufen wir nochmal neues. Denn, ja, 0-2 zu töten, das... Also, wenn es jetzt ein Kassadin oder ein Azur wäre, wäre es worth, weil dann könnten wir dafür sorgen, ja, wir wollen nicht das Geld, aber ja, so ein Trinity, Twisted Fate, da scheiß drauf, ne? Das heißt, wir wollen jetzt gucken, was wollen wir roam? Toplane könnte schwierig werden, weil unser Toplaner ist 0-2. 17 CS, der wird komplett gebumst. Ich denke, Botlane voranzubringen wäre besser. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich den Toplaner nicht voranbringe, dann geht der mental gleich. Botlane ist ja noch even, die leben ja noch, beide. Na, da ist noch alles in Ordnung. Während Toplane so ein bisschen... Ist das sogar Pax TF? Ne, das ist dieser komische Pulsfeuer-Ding, ne? Das heißt, wir pushen, gehen nach hinten, damit er nicht sieht, in welche Richtung ich roame. Ob ich nach unten oder nach oben roame. Und jetzt pingen wir, weil wir bauen sie jetzt mental auf. Na, wir geben ihr jetzt, hey, ne? So, okay, jetzt, das ist echt traurig. Wäre jetzt sehr gerne da gewesen, aber... Das Problem ist, dass die Twisted Fate Ult mich aufdeckt. Gerade. Aber er ist doch locker in dem Busch da drin. Da ist er doch drin. Frage ist, können wir das aufdecken? Ja, hier. Frage ist, können wir den, wenn Poppy ultet, aber... Wenn Poppy hier mal ihre Q reinmachen würde. Q. Der ist hier drin. Alter, ist die Poppy dumm? Da ist er doch. Ja, ne? Hat viel zu lange gedauert, weil in der Zeit macht der jetzt meinen Turm kaputt. Die Poppy hat, hart geintet. Sie hätte einen Lucky Ult machen können oder einfach Q'en. Das hätte auch gereicht, ne? Hat hart geintet, aber... Nun gut, nehmen wir einfach mal an. Wir kaufen uns jetzt... ich wollte überlegen, ob ich mir Schuhe kaufe. Machen wir aber tatsächlich nicht. Wir verkaufen das. Flask so früh zu verkaufen ist eigentlich nicht worth. Ich bin jetzt halt... Ich war saulange nicht beim Team. Poppy ist ein bisschen schuld. Hab sie vielleicht mental etwas aufgebaut. Muss jetzt aber um die anderen Lanes spielen. Definitiv. Twisted Fate 1-2. Dragon weg, Kekarim 2-0. Okay, sieht fies aus. Wir sind 3-0, wir sind sehr, sehr stark. Twisted Fate gibt jetzt wieder Gold. Wir haben immer noch mehr CS, weil wir richtig gut gefarmt haben, obwohl wir eine Stunde oben waren. Wir haben gerade keine Ult, das heißt, klar, wir können auch ohne Ult roamen. Aber solange wir keine Ult haben, würde ich sagen, Platten. Plattenlord. Einfach Platten, ne? Einfach Mitte pushen, Türme holen. Objectives. Mein Ziel war immer, ihr könnt euch das ja mal an euch, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das aufschafft. Ich habe auf meinem Ledorsch-Account war das, glaube ich. Ich glaube, es ist mittlerweile ein bisschen tiefer. Mein Ziel war immer 6400, ich habe 6400 Damage im Durchschnitt an Türmen gehabt. Auf Ledorsch. Ihr könnt ja mal gucken, so als Challenge, ob ihr das auch hinkriegt. Da müsst ihr aber schon wirklich viel pushen, Split pushen. Auch Türme hier an den Seiten, alle Türme die ganze Zeit kaputt machen. 6400 ist schon ordentlich. Ich hatte aber auch Games, wo ich dann 12.000 hatte, 8.000. Aber halt auch mal Games, wo ich dann nur 2.000. Also, das ist halt der Durchschnitt, ne? Gibt halt solche und solche. So, was machen wir jetzt? Wir machen den Scheiß mal an. Könnte sein, dass Twisted Fate jetzt hier irgendwo lang kommt. Ja, tut er sogar. Den töten wir einfach jetzt. Oh, 3, 2, 1. Ah, jetzt kommt Pike noch. Och, freudig. Dodgen wir das? Ja. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Hier kommt die komplette Gank-Crew. Leute? Leute? Okay, die haben auf jeden Fall übel zu... Ich weiß nicht, ob ich das carryen kann, Leute. Ich bin gerade sehr alleine. Tristana ist noch 0-0. Das ist okay, aber ich bin unsure, ob ich das carryen kann gerade. Ist ein bisschen deep hier alles. So. Gehen wir hier nochmal für. Wir machen wieder die Fast-Damage-Kombo. Oder auch nicht.
Scheiße. Ich meine, klar, haben wir einen Stack bekommen. Ist auch gerade Turbo Greedy. Ne? Das war. Das ist so. Ja, Zwarter Greed. Was heißt Zwarter Greed? Aber. Den hätte ich killen können, hätte ich es anders gespielt. Oder sagen wir es so: Den hätte ich killen können, hätte ich ein bisschen mehr Geduld gehabt. Ich bin mir noch unsicher, welche Schuhe wir kaufen. Ob wir Armor kaufen oder Mackies. Ich glaube fast Armor. Wir gehen mal für den Top-Raum, aber ich glaube, wir gehen shoppen. Hier mal ein Pinkboard für meinen Top-Laner und porten hier back. Können uns jetzt immer noch entscheiden, wenn hier irgendwas passiert, wäre ich immer noch da. Also ich bin wachsam. Ansonsten gehe ich aber in die Base. Jomus ist da, sehr geil. Ich würde sagen, unser Goal, also wie können wir dieses Game gewinnen? Es sieht aktuell nicht so gut aus. Weil wenn wir auf den Score gucken, es steht 6-6 und 3 davon habe ich. Das heißt, mein Team intet. Kann man sagen. Ne? 1-4 Rengar. Rengar, please go full tank after jungle item and I carry this. Ich brauche nur Leute, die nicht weiter inten und tank gehen. Ne? Das ist alles. Einfach Leute, die tank gehen. Das ist wirklich alles. Wenn ihr intet, geht tank. Was macht der denn hier? Ne, ihr seht auch mit... Oh, wie das Deck ist geil. Oh, nö. Genau da pottet der oder was? Okay, wir müssen jetzt unsere Botlane voranbringen. I camp Bot now. Wir müssen die. Was haben die nochmal? Xayah und Pyke. Ich bin unterwegs. Die fighten ja gerade. Bin unterwegs, hab keine Ult. Scheiße, abgeintet. Sieht aber gar nicht so bad aus, oder? Sehr gut. Geht hier noch mehr? Hab 4 Sekunden auf Ult. Wir müssen ein bisschen. Wir laufen hier im inneren Kreis, wisst ihr. Im inneren Kreis lernt man auch beim Skilaufen. Da ist man immer schneller. Ne? Im inneren Kreis. Ne, deswegen müssen die Skiläufer sich auch abwechseln. Na, weil, kennt man ja. Ist logisch. Ist Mathematik oder Stochastik oder irgendwas. So, wir gehen wieder für Platten. Tower, Tower, Tower. Die erste Platte ist immer free. Könnt ihr euch merken. Na, die, für alle, die es nicht wissen, ich denke mal, die meisten wissen es, aber... Ne, die Platten werden immer tankiger mit der Zeit. Das heißt, die erste ist free. Danach GG. Rengar, play Focus and it's free LP for you. I'm super huge. And 1v9. Call ich jetzt einfach mal. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir können ihn tatsächlich sogar töten. Okay, das passt perfekt. Das passt perfekt. Ist sogar gut. Transition into AD Carry und noch eine Platte. And to AD Carry Kill. Perfekt. GG. War sehr gut. Haben hier unten 2 Platten bekommen. Gehen jetzt. Also, ich habe in diesem Game nicht das Gefühl, dass wir unbedingt Schuhe brauchen. Wenn du eine Morgana hast im Gegnerteam, eine Lux, Nico, irgendwie so dieses Festhaltzeug, Lissandra, dann Mercury Boots Rush, wenn die Gegner so richtig viel, so in der Mitte, Zed, Yasuo und so Zeugs, Ninja Tabis, aber manchmal habe ich diese Games, wo bisschen Mercurys, hier ein bisschen Mercurys, Ninja Tabis, hier ein bisschen Ninja, es ist so nicht so richtig, also in diesen Games brauche ich dann einfach gar keine Schuhe erstmal, später. Könnt auch überlegen, ob wir Swifties gehen. So, wir haben keine Ult, das heißt, wir bleiben Mitte. Wir haben auch leider keine Minions. Und meine Vision ist auch gerade etwas meh. Ich weiß nicht, ob ich es scannen kann, Leute. Ich werde das Beste geben. Ne, ich bin ja immer Triad, aber mein Team, also gerade auch der Rengar müsste... Ich hoffe, er wird Tank gehen. Ich glaube nicht, dass er Tank geht, weil Leute haben immer irgendwie so diese Ehre. Du sagst ihnen, hey, geh Tank und ich gewinne das für dich. Oder so. Und die sagen dann so, nee, ich habe Ehre, ich gehe weiter Full Damage, so. Die sind nicht irre, sondern so, wie sagt man, stur. Ich hasse sture Leute. Hasse ich komplett. Kennt ihr diese Momente, wo ihr 100% recht habt? Und der andere weiß es vielleicht auch und trotzdem sind die Leute stur. Ich glaube, das ist wirklich eine dieser Charaktereigenschaften, die komplett zum Tilten sind. So, Teemo geht nach unten. Perfekt. Wieso ist der so fucking schnell? Twisted Fate ist immer schnell. Aber da unten ist Teemo, deswegen wollen wir da nicht weiter chasen. Der ist halt sau schnell, der Boy. Ja, okay, hat auch Trinity Schuhe schon und geht jetzt hier noch so ein Text-Beating. Das heißt, er wird noch ein bisschen schneller werden. Und ich glaube, in den Runen hat er auch dieses Celerity-Zeug da, oder? Nee, hat er nicht. Gut, okay. Pilz, tut weh. Da ist noch ein Pilz. Die Frage ist, mache ich den kaputt? Ja. Bin unterwegs, weiß nicht, was hier geht. Wir gehen von dem hier rüber. Das reicht. Ja, den Twist, den Pferdemann hätten wir noch töten. Den können wir. Oh, der gibt mir Free Sex. Passt auf. Okay, wir haben geintet. Aber wir leben noch. Es war Int. Er hat die ganze. Vielleicht hat er das auch gut gemacht. Oder es war irgendwie so ein gegenseitiges Int. Jetzt müssen wir echt gucken, ob wir hier rauskommen. Könnte klappen. Könnte auch sein, dass wenn jemand noch kommt, wir ihn einfach töten. Hab aber Angst. Okay, dann machen wir das so. Ich hoffe, die wird nicht. Oh, die wird sogar rot.
Na gut, wir leben, das ist okay. Weil wir wollen, eigentlich wollte ich euch sagen, wir wollen für sowas nicht greeden, weil wir wollen nicht für so einen Kill sterben. Okay, ich meine, für Ekerim wäre es sogar eventuell worth gewesen, weil 600 Gold gewesen wären. Na, wir sind sogar weniger wert. Guck mal, sogar er ist 300, Brudi, hä? Ich bin 200 Gold wert. Der ist, was ist das, was ist hier die Logik? Wahrscheinlich, weil die so viel Tower Gold haben. Irgendwie an sowas wird es liegen. Aber dann hat der Ekerim so hart geintet, dass ich dann auch nicht mehr Nein sagen konnte. Da musste ich quasi reingehen. Und ich habe mir auch gedacht, okay, hey, wir können ihn schnell töten und gehen hier rüber raus. Aber dann hat er auf einmal umgedreht. War ein bisschen, aber ich weiß, es ist okay. Ne? Wir wollen aber nicht sterben. Wir wollen nicht sterben, Leute. Selbst wenn wir 2 Kills, also unter Umständen. Ne? Gerade hier habe ich gesehen, okay, hey, ne, da kommen wir nochmal raus irgendwie. Das war noch, das war nicht so ein, so, es gibt ja diese Momente, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt rein und sterbe. Aber dafür kriege ich einen Kill, das wollen wir nicht. Dann sagt, okay, hey, die Chance ist gut zu überleben. Wir brauchen halt Tristana. Leider sind alle, niemand ist im Game. Rengar, please tank. Please. I win this. Also ich, ja, ich will sowas auch nicht schreiben, aber I carry you. Just go tank. Dieses CDR-Boots Damage geht immer weiter. Er muss nur tank gehen. Das ist alles. Das ist fucking alles. So, was machen wir jetzt? Wir könnten gucken. Oh, shit. Die sind gerade alle bei Herald. Das heißt, irgendjemand wird jetzt gleich allein auf die Bot gehen. Okay, entet irgendwie. Aber kriege ich den? Weiß man nicht. Ich bin mal eben raus. Kurz. Ponty? Nee, schade. Ja, nee, da müssen wir erstmal bisschen aufpassen hier. Kommt da noch was? Oh, die ist tot. Da kann ich da. Ich versuche zu oft den Leuten zu helfen. Manchmal muss man einfach sagen, ciao. Ciao, Kakao. Finde actually gut, dass es so eine Runde ist. Weil so kann ich euch viele Dinge noch gucken. Ne? So ein 10-0-Storm. Ich meine, okay, wir sind auch 6-0, aber willst ja auch nicht sehen, ne? Du willst schon so ein richtig spicyes Game, aber das hier ist ein bisschen zu spicy, hätte ich gesagt, Leute. Ein bisschen spicy. Sehe mich aber komplett hier. Ich geb das noch nicht auf. Nur, oh shit, ich hinter. Oh, ich lebe. Oh, ich bin tot, glaube ich. Ich habe gehintet. Ich lebe. Oh, no. Oh mein Gott. Ich habe kurz gehintet, aber ich lebe. Das war wirklich Glück. Ich glaube, wir kaufen jetzt Swifties, ganz ehrlich. Ich brauche keine Ninja. Also, ja, Ninjas wäre, glaube ich, das Beste gegen Ekerim und so, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir kaufen einfach Swifties jetzt. So. Und das warten wir nämlich jetzt auch. Haben wir nämlich jetzt, machen wir jetzt. Ab und zu kaufe ich Swifties, wenn ich sehr unentschieden bin. Bringt mir das was vom Slow-Effekt her? Gegen Pilze? Ja. Drake ist weg. RIP. Guck mal, die haben jetzt einen Air-Drake. 2 Air-Drakes. Das heißt, wenn die Gegner schnell laufen, muss ich auch schnell laufen. So, wir gehen Botlane. Übrigens, Leute, klar, ich könnte jetzt so Sachen sagen, so Flame, ne? Er geht halt weiter Damage. Das ist das Traurigste an dem Ganzen, ne? Dieses. Er schreibt auch nichts. So, wenn er jetzt so. Ich meine, vielleicht ist es besser, aber. So, da wird jetzt gleich hier ein AD Carry kommen. Hier irgendwo. Der will dem Pike helfen. Da oben ist er, leider. Frage ist: Kriegen wir die vielleicht von hinten? Nein, wieso läuft die da lang? Das ist doch scheiße. Das war echt richtig gut. Von der Idee her. Ne, das sind so Sachen. Da ist Pike. Der wird da lang laufen. Da wird der ADK kommen. Da wird Hilfe kommen. Ne, aber leider hat sie dann. Hier ist Vision offensichtlich. Machen wir direkt Ult. Wollen hier nichts eingehen. Machen aber mal so hier. Ja, Mama mia. Oh, damn, Lord. Aber Ekerim hat es auch ganz knapp überlebt. War auch traurig. Oh. Kommt der hier? Wir müssen warten. Erst, okay, da oben ist er. No! No! Rengar geht da hinterher, aber der wird eh enden. Der Rengar rennt halt leider wirklich die Mitte runter, muss man sagen. Ist ein bisschen traurig. Schade. Schade, Marmelade. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll in dem Game. Das ist so eins auch dieser Games. Ich habe ein bisschen Tower Damage gemacht, aber das ist zum Beispiel keins dieser 6400 Tower. Außer wenn wir das noch drehen. Wie viele Stacks haben wir? 11. Achso, ich glaube, ich habe vorhin nicht ausgeführt. Das, was ich sagen wollte, ist auch, ich könnte jetzt Leute flamen, aber ich mach's nicht. Ne? Ich hätte jeden Grund dazu, aber ich flame niemanden. Das Problem ist, dass Rengar, I can't do shit. Rengar. I am not flaming. But we need you to go tank. To go tank. Seriously. We still can win. Ne, das ist mein Trade. Mein TFT-Trade. Alle um mich, alle angrenzenden Einheiten kriegen
Motivationsbonus. Mal 120%. Er schreibt, I know, aber geht Full Damage. Full Tank. Cell AD. Also, er soll jetzt nicht Humus verkaufen oder hat er noch gar nicht. Ja, also sein Jungle-Item kann er behalten, aber der intet leider einfach. Ich gehe jetzt einfach mal, ich weiß nicht, eigentlich muss ich, glaube ich, in die Mitte, oder? Vielleicht kann ich, ich weiß nicht, ich würde eigentlich, nee, ich muss zum Team, sonst klappt das hier nicht, oder? Ich push trotzdem eine durch. Ich push, vielleicht kommt da jemand zum Deffen. Vielleicht, manchmal sind die Leute in tiefer Elo so, dass sie jetzt, oh scheiße, Talon ist unten, da muss jetzt jemand hingehen. Manchmal sind die Leute so, aber ich glaube, die gehen zum Baron gerade. Also ich muss da rüber jetzt. Weil sonst, ich weiß nicht. Jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt zwei Entscheidungen. Wir gehen für den Safe Tower, den können wir zu 100% nehmen. Oder wir gucken, ob wir Baronstraße machen. Ich meine, wenn wir Baron verlieren, haben wir, glaube ich, das Game auch verloren. Ich muss da jetzt für gehen. Wobei die den noch nicht machen. Okay, keine Vision. Xayah ist hier. Wir sind ein High. Wir warten hier auf den richtigen Moment. Einfach Geduld und warten. Und jetzt machen wir prayen, dass hier keine Wards sind. Oh, shit. Na, das ist natürlich unglücklich. Wir wollen von hinten daran. Das war eigentlich der Deal. Der Mech-Deal. Oh, was? Rudi, wie weit? Der ist viel zu schnell, der Typ. Aber seine Ult läuft aus. Okay, jetzt, jetzt, wir kaufen aber sau viel Zeit. Wenn wir jetzt nicht sterben, ist das richtig geil. Wenn wir, also, wenn wir jetzt nicht sterben, also lange nicht sterben, weil wir kaufen, die wollten eigentlich Baron gerade machen und die sind jetzt hier sau beschäftigt mit irgendwas. Der Pike, der hat auf jeden Fall Bock, der wird mich noch wollen. Oh. Uff. Ja, okay, ist too much. Ich habe sehr viel Zeit für unser Team rausgeholt, aber die sind zu schwach. Ich meine, ich finde es richtig geil, dass er jetzt Tank geht. Viel zu spät leider. Er hätte das bauen müssen, als er 1,5 war. Dann wäre er nämlich jetzt nicht 1,9. Hat er die ganze Zeit das nicht gelesen oder hat er gedacht, ich flame ihn? Guck mal, er ist 7,2, es ist super traurig. Ich habe ihn so hart gesmashed. Er war 0,2. Jetzt ist er 7,2. Aber ja, das ist manchmal halt Leak, ne? Was soll man sagen? Hier wird nicht surrendert. Poppy ist ja noch ganz gut dabei. Hat mittlerweile auch guten CS. Ich weiß, ich kann nicht viel. Alle sind fett, Leute. Pike stirbt nur sehr schwierig. Ich glaube, ich muss mehr Bälle auf Pike zeigen. Ich bin jetzt fett, Legend. Kommt, Leute, wir geben jetzt Gas. Also ich meine, ich gebe schon die ganze Zeit Gas, aber wir geben jetzt richtig Gas, Leute. Wir müssen ein bisschen Bälle zeigen jetzt. Wir gehen ins Bälle-Gameplay. Hecarim ist mittlerweile tanky, tatsächlich. Bälle-Gameplay kommt jetzt. Full Bälle. Das fängt hier mit Bälle an. So, hier war doch noch Xayah. Ultimate. Auto-Tag Q. Bälle. W. Ignite. Auto-Tag hier rüber. Full Bälle-Gameplay, meine Freunde. Geht in die Richtung. Schnell shoppen. Wir gehen jetzt Black Cleaver, denn in diesem Spiel brauchen wir so viele Ults wie möglich. Wir müssen die ganze Zeit 24-7 Leute töten. So lange, bis mein Team... Oh, da war ein Free Kill. Scheiße. Oder die... Vielleicht, sagen wir es positiv. Da war bestimmt ein Ward, das hätte mich gesehen, ich wäre gestorben oder so. Wir müssen jetzt die ganze Zeit Leute töten. Scheiße. Damit einfach mein Team Zeit hat, zu farmen. Selbst das Schlechteste, selbst dieser Ringer wird irgendwann Items haben. Und er wird immer noch scheiße sein. Aber wenn er jetzt Full Tank geht, dann ist das winnable. So, was wir jetzt machen können ist... im Jungle jemanden abfangen. Vielleicht. Möglicherweise. Vielleicht. Weiß ich nicht. Deswegen jetzt das Ding hier schon mal angeschmissen. Ultimate ist noch nicht ready. Red Buff ist leider nicht da. Es könnte sein, dass jemand zum... Oh, shit. Zu spät. Zu spät. Oh, lol. Okay, jetzt wird's ein bisschen, aber das sollte kein Stress sein. Gegen Timo wollen wir erstmal nicht fighten. Der ist also ohne Ult wollen wir sowieso gar nichts machen. Ne? Wir haben jetzt Ult ready. Dragon wird das nächste sein. Wir können mal gucken. Das ist ein bisschen ballsy, hier rein zu face-checken, aber... So, Dragon wird gemacht. Wir können von hinten. Xayah ist hier oben. Das ist perfektes Positioning, Leute. Hier ist aber, glaube ich, ein... Nee, hier ist kein Ward. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt wirklich fighten wollen. Mein Team fightet es gerade. Jetzt wird mich der Dragon gleich aggroen. Das ist schlecht. Okay, es geht. Das Twisted Fate. Ich will, glaube ich, Xayah töten. Oder Twisted Fate. Oder Timo. Einer von den dreien. Hier ist eine W. Wir warten erstmal. Das ist mir zu stacked hier. Ich will Leute alleine. Ich bin ein Pi, der alleine Leute tötet. Nicht, wenn alle da sind. Wir müssen warten, bis sich jemand von der Horde trennt. Quasi so. Das war perfekt. Ne? Bis sich jemand von der Horde trennt. So machen das auch diese komischen, hier die... Oh, das ist jetzt unglücklich. Nein. Oh, aber er hat keinen Ult, glaube ich. Aber wieso spielt er mit Flash überhaupt? Jeder spielt Hecarim mit Ghost, aber er spielt mit Flash. Gut. FF, please. We win. I swear. Just try hard. I am super huge.
Just focus and we got this. Das hier ist unser größtes Problem. Nichts end. You not 1v9. Yes. I will 1v9 till you have items. Ja, Leute. Na, sie flamed halt die ganze Zeit den Jungler, aber ja, es hilft doch nichts. Immerhin hat er jetzt Tank gebaut, finde ich gut. He will get items as the time passes. Kann man das so sagen oder ist das Quatsch? So, wir müssen jetzt wieder Leute catchen. Das Twisted Fate, der intet gerade. Allerdings kommen da sehr viele Gegner, deswegen machen wir es nicht. Machen aber eine kleine Protection-W hier. Wir wollen Leute alleine catchen. Leute, das ist halt überhaupt gar nicht das, was ich will, was hier passiert. Das ist überhaupt nicht, was ich will. Überhaupt nicht, was ich will. Jetzt noch überleben, das wäre richtig geil. Swiftness Boots, Boys. Perfekt. So. Guck mal, wir haben davon nichts, dass wir Türme kriegen, aber wir kaufen Zeit. Ja, die Gegner. Oh, das ist ein. Den holen wir uns. Oh, ich glaube, der stirbt auch, oder? Nice, okay. Das ist perfekt. Timo? Nee. Dann gehen wir mal shoppen, wir wollen nicht sterben. Kennt er? Karim? Nee. Black Cleaver ist jetzt fertig, das heißt, wir haben jetzt richtig schön viele Ultimates. Und ich glaube, wir gehen jetzt noch diesen Schatten-Ding. Hier, wie heißt das Ding? Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Ich habe übrigens natürlich auch vor, dass jetzt demnächst wieder Gameplay-Stuff kommt. Also im Sinne von. Also erstmal werden nur Uncut-Gameplays kommen, weil. Also bis nächsten Montag. Weil ich denke mir so. Also der übernächste quasi, ne? So, also nächster quasi, ne? Bis da. Weil, ich habe jetzt eine Woche nicht so richtig Zeit, leider. Ja, ich weiß, es ist unglücklich, aber. Und deswegen. Oh, die W. Hätte die nochmal das Dark Harvest ausgelöst, wäre richtig geil. Aber wir, eventuell portet sie richtig retarded back. Ist ein bisschen greedy, aber manchmal muss man auch ballsy zeigen. Ja, okay. Ah. Ja! Ausgezahlt! Jackpot-Auszahlung! Und jetzt rüber. Jackpot-Auszahlung war da, sehr gut. Also ich habe vor, dass Iron Bravery und so Zeugs, das soll kommen und vielleicht auch wieder, wie heißt der andere Lunz hier? Sag schnell. Leute, geht back, einfach back, ihr solltet nicht fallen. Ihr werdet trotzdem sterben ohne mich. Ihr habt alle nichts. Iron Bravery, vielleicht mal ein Chili Opening und auch hier, wie heißt das denn? Ferngesteuert. Ne, das soll alles kommen und auch Edit Gameplays, aber ich lade jetzt erstmal eine Woche an Cut hoch, weil das geht gerade wirklich nicht. Ich bin eine ganze Woche nicht da und deswegen produziere ich jetzt schon wie so ein Wilder vor. Aber damit ihr wenigstens Videos habt. Das ist ja, wir machen Step by Step, sag ich mal. Also wie in diesem Game, Step by Step. Nicht direkt Nexus, sondern, ne, babbidi 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 boo. So, wir müssen wieder jagen. Aber hier unten zu jagen ist schwierig, weil alles rot ist. Wir gehen. Nicht hier lang, sondern hier so unten lang. Ward ist ganz wichtig immer. Die Gegner, niemand darf. Ihr seid Ninja, Leute. Ninjas sind nur Ninjas, wenn sie unsichtbar sind. Keine Vision, sehr gut. Ja, worauf warten wir jetzt? Eigentlich wäre cool. Push Bot. Poppy. Ich will nicht, dass Poppy hier ist. Baron ist weg, das ist sehr schlecht. Wir haben halt selber auch überhaupt keine Vision. We need more wards, Morgana. Wir haben kein einziges Ward auf der Map. Kein einziges. Nein, sie schießen weg. Den hätte ich killen können. Ja, RIP. Wir haben kein einziges Ward. Das ist halt echt Omega-Lulsens. Aber wir warten, Leute. Wir warten wieder, bis jemand einen Schritt. Ich glaube, die haben Vision von mir. Nee, kann nicht. Da war kein Ward. Kann nicht. Oder? Wir warten, bis jemand einen falschen Schritt macht. Und dann beißen wir zu. Nein, aber kriegt sie noch? Die hat noch Ult. Komm schon! Ja, also es ist okay. Es ist okay, weil. Also weiß ich nicht, ob es okay ist. Ich meine, doch, es ist okay, weil. Erstmal, wir haben eine Stopwatch bekommen. Sie hat, glaube ich. Hat sie geflasht? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht, nee. Aber wir haben eine Stopwatch bekommen und normalerweise sah es so aus, als würde ich nur sterben. Und so haben wir noch einen Kill bekommen, dann war es doch okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob mein Team klarkommt, ne? Das ist so die Frage. 2-7, 1-10, 1-5, 3-5, das ist halt. Poppy ist noch so ein bisschen dabei, aber es ist wirklich sehr harsch. Rengar ist leider Full-Int. Anstatt dass er einfach Doppel-W drückt, es gibt sogar Move-and-Speed.
Das hat, er hat ihn auch um 1000 AP geheilt direkt. Die sind zu schwer. Aber Poppy, töte ihn bitte. Bitte bring ihn um. Bitte, mach. Oh, ja, ist aber okay. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Kommt, Leute. Hier geht noch was. Das ist noch nicht over. Ich bin jetzt da. Ich mach das jetzt. Ich klär das. Wir hauen mal auch einen Pott rein jetzt hier, weil wir müssen jetzt Gas geben. Gas, 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 Gas. Wir ulten jetzt direkt, damit er mich nicht blinden kann. 1000 Gold, 1000 Gold, 1000 Gold. Q, Q, Q. Ah. Ja, da ist... My hands are tight, Leute. Meine Hände sind gebunden. Ich kann nicht... Ich hab's versucht. Ich hab hart gekämpft. Ich hab 14 von 22 Kills. Das ist zu schwer. Ich hab's wirklich versucht. I tried so hard. Dieses Team war nicht carryable, weil einfach keiner... Poppy war noch halbwegs okay, aber der Rest war komplett am Turbo. Vor allem Rengar war richtig am Giga hinten. Ja. I tried, Leute. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Haut da rein. Seht dazu. Auf Wiedersehen. Goodbye. Und tschüss. Later. Macarader.